So, und damit geht's auch schon weiter. Würde ich mal meinen. Wir haben letztes Mal einen Handel abgeschlossen, sind dadurch wieder ein bisschen reicher geworden. Wir haben wirklich viel Geld, also wir könnten das langsam mal ausgeben. Haben ein paar Bauteile gekauft und jetzt wird die große Pumpe hier in Betrieb genommen. Also noch nicht ganz, aber so gut wie. Und hier wird das Wasser gleich rausgezogen aus dem Boden. Also das. Man könnte auch mal sagen, wir nehmen das Zeug hier. Angefragte Karawane, wir wollen die Energierüstung. Bieten Sie uns dafür 5 Schrotflinten, okay. Na, brauchen wir nicht unbedingt. Hunger des Tier, okay. Unsere Tiere, die können sich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder unbegrenzt bewegen. Über den Winter. Einfach damit sie uns nicht verhungern. Ja, da bedient sie sich auch schon an den Rationen. Auf den Feldern liegt nichts mehr, komischerweise, okay. Ja, Hypothermie, das ist bestimmt. Okay, Tintenfisch arbeitet hier drinnen. Hier gibt es noch nichts, noch keine Heizung. Das würde ich jetzt mal ändern wollen. Großen Heizkörper hätte ich da ganz gerne. Und der wird gleich hier gebaut, gleich neben dem. Also gleich bei auf den Rohren. So, dass er hier das erste ist, welcher die Wärme abkriegt. Vitamin, wo ist denn. Was macht Tintenfisch eigentlich? Ach, der holt gerade das Metallzeug. Konstantin, du bist der Bauarbeiter. Ach, Felix macht's bald. Bereits, okay. Das heißt, hier wird's gleich ein bisschen wärmer hin, ne? Bau das mal bitte zu Ende. Einfach damit er hier sich ein bisschen aufwärmen kann, während er am Arbeiten ist. Aurora, okay. Das heißt, es bekommen einige so ein bisschen. Ja. So ein bisschen kleinen Stimmungsbonus. Das passt auch wieder. So, Wildtiere. Ist so gut wie nichts mehr da. Also, unsere Nahrung, die muss jetzt reichen. Für den Winter. Ansonsten sehe ich ein Problem. Ach, wir haben Gold aus dem Boden rausgeholt, okay. Sehr gut. Das könnte ich dann dafür nutzen, um vielleicht so ein Bett zu bauen. So, und da kommt auch eine Vorratskapsel runter. Mit was haben wir denn da drinnen? Psychoidblätter. Nehmen wir mit rein. Kann man gut verkaufen. Winter hat angefangen. Haben wir noch Bauteile da? Nein, alles weg. Ist das Ding hier unten? Das Ding hier unten ist wenigstens gebaut worden. Sehr schön. Und wir haben, glaube ich. Warum? Ach nee, ihr seid noch viel zu gering befüllt. Okay. Und du pumpst am Tag. Okay, wir könnten sogar noch einen Brunnen machen, noch so einen tiefen Brunnen. Sehe ich gerade. Wisst ihr was, den stelle ich gleich mal hier oben hin. Die zwei tun sich aber nicht. Ne, die bilden sich nicht gegenseitig. Einfach damit wir die Pumpe hier ein bisschen ordentlich ausgelastet bekommen. Weil hier sind 13.000 könnten wir fördern und 9.800 werden momentan gefördert. Also da geht noch ein bisschen mehr. Und die Dinger hier halt, wie gesagt. Ich will auch ein bisschen was fördern, weil ich habe dann nämlich noch so eine Idee im Frühjahr dann. Und zwar will ich dann wahrscheinlich im Frühjahr. Wo haben wir es denn? Da gab es doch hier auch noch so ein paar Sprinkler, die man aufstellen konnte. Inspirierte Kreativität, das ist mir erstmal egal. Und habe ich den noch gar nicht erforscht? Bewässerung. Den werde ich dann wahrscheinlich mal als nächstes mal erforschen, den dann aufs Feld setzen und das sorgt halt eben dann dafür, dass die Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen noch ein bisschen erhöht wird. Ich glaube um 20 oder 30%, was das da waren. Könnte auf jeden Fall ganz lustig werden. Ja, und den Fisch kann sich halt ja eben in der Zwischenzeit mal ein bisschen gütig tun und mal und einfach mal den Stahl einschmelzen. Beziehungsweise könnte man ja auch sagen, kommt, wir machen hier eine Lagerzone. Wir bauen die einfach mal hier. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen suboptimal, ja. Lagerzone hierher. Die stelle ich mal auf alles löschen. Dann machen wir das mal auf wichtig.
Und dann kommt hier bloß Pfannenbioslithium, Tonne mit Fäkalien. Nein, das will ich nicht. Ich hätte ganz gerne den Metallschrott hier drin. Sprich, der Metallschrott wird ab sofort von hier unten jetzt wahrscheinlich hochgebracht, beziehungsweise priorisiert da oben rein. Was halt zur Folge hat, dass man halt eben, ja, wie soll ich sagen, dass Tintenfisch nicht mehr solche weiten Wege hat. Und Polo ist kurz vom Nervenzusammenbruch. Warum das? Dunkelheit, keine Ansicht im Schlafzimmer, das könnte man vielleicht noch regeln. Wir haben 25 Gold. Was kostet mich denn so ein königliches Bett? Okay, mehr als was wir haben. Und sonst so? Frieren, wo pennt der denn? Der pennt hier drinnen. Okay. Ach gut, das ist mit einer von denen, die sich halt hier oben mit gütig tun, also am Ausgraben. Und wir haben ja ein befruchtetes Ei. Ruiniert durch Temperatur. Konstantin. Es gibt wieder Proteine. Eine Vorratskapsel mit. Fleisch. Gallimimus-Fleisch. Oh, sehr schön. Ja, und halt eben. Der wird gejagt. Weil ich habe keine Lust, dass schon wieder irgendwelche Hühner von uns hier angegriffen werden. Ja, aber die Vorratskammer, die tut sich auch gerade eben so ein bisschen leeren. Was haben wir hier? Ein unbefruchtetes Ei. Ja, gut, die waren halt eben alles verbraucht hier. So, Polo hat sich verständlich erholt. Ich muss mal gucken, was kann ich bei ihm noch machen? Das ist Kühe. Er ist im Schlafzimmer halt. Das wäre das Schlafzimmer. Das müsste man halt eben mit dem königlichen Schlafzimmer, also königlichen Bett mal versehen. Könnte man eigentlich mal, also das Bett könnte man schon mal planen. Kostet halt eben eine ganze Menge an Gold. Mal gucken, ob man es beim nächsten Großhändler vielleicht bekommt, beziehungsweise ist er noch im Orbit? Nein, ist er nicht. Leider. So, was sagt denn unsere Temperatur? Da könnte man eigentlich mal noch ein bisschen hochdrehen. Leistung erhöhen. Und da haben wir auch schon wieder Stromausfall, so wie ich es gerade gesehen habe. Nee, wir haben noch ein paar Watt. Ja, und irgendjemand hat eine Lebensmittelvergiftung gekriegt. Zusammenbruch schwer. Wer ist denn hier kurz vor Zusammenbrechen? Polo, was ist denn bei dir los eigentlich, mein Gutster? Na, Unterkühlung halt, aber... Macht das wirklich so einen Unterschied? Also ich meine, beziehungsweise, warte mal, was sagt denn seine Biografie? Habgierig und zu klug. Gut, das heißt eigentlich, wir müssen ihm eigentlich bloß ein schönes Schlafzimmer geben. Dann ist er eigentlich zufrieden. Beziehungsweise könnte man ihm eigentlich auch, warte mal. Geht das eigentlich auch, Silberfliesen? Luxuskabine. Okay, da ist erstmal ein verrückter Hase, den gucken wir uns gleich an. Ja, Goldfliesen halt, die sind halt schweineteuer. Müssen wir halt mal gucken, wie das wird. So, und der Hase, wenn er jetzt hochkommt, der wird sowieso abgeknallt. Polo, komm mal her. Ich rette mal Mami. Okay, das mit dem Hase hat sich so eben erledigt. Der kann dann auch gleich mal gejagt werden. Du hast ein bisschen Oberkörper. Der Hase ist ganz schön hoch gesprungen, muss ich sagen. Also so auf einen Meter. Ich schätze jetzt mal so 1,50 Meter hoch. Respekt. Ja, und du ziffelst jetzt das Bier rein und das sollte das bei dir eigentlich. Was hat der? Der säuft das Zeug weg wie nichts Gutes. Das ist eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir einfach ihm hier ein Bier geben? Warte mal. Aufgabe hinzufügen.
Mann, meine keine Kräutermedizin, habe ich die versehentlich alle verkauft? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich ihm mal ein Bier verabreichen. Vielleicht klappt das, dass er wieder laufen kann. Da wird die Bettpfanne entfernt. Der ist auf jeden Fall einsatzbereit. 75%. Warum? Also, stören tut es mich nicht. Ach so. 17.000 könnte man insgesamt rausziehen am Tag. Hast du das Bier bekommen jetzt? Ja, hat er. Schmerzmittel. Okay, den müsste man wahrscheinlich sogar noch ein Bier einflößen. Komm, gib dem mal noch eins. Mal gucken, ob das klappt. Er war, glaube ich, auch der Einzige, der... ja, gut. Wenn Mami es nicht kann, dann kann es auch bloß er machen. Was braucht das eigentlich für eine... Warum halt die Kräutermedizin stimmt. Aber warum haben wir da keine mehr da? Mensch, wir hatten doch so viel. Na gut, zur Not muss ich halt sagen... Okay, einen Augenblick. Wir erweitern einfach diese Anbaufläche mit Kräutermedizin und unser Haas hat irgendwas. Also Hahn wurde krank. Alkoholtoleranz? Hat er Alkohol gesoffen? Tatsache. Zirrhose. Ach ja, Leberzirrhose. Okay. Der hat Bier getrunken. Unser Hahn ist alkoholsüchtig, okay. So nach dem Motto. Wieder laufen, okay. Oh je. Unser Hahn ist betrunken. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, ich weiß nicht, wer es so kennt von meinem Zuschauer, diese, ich weiß nicht, wer von euch den Michael aus Lönneberger kennt, mit diesen einen Film, wo der diese gegorenen Kirschen da dem Hahn gibt. Beziehungsweise, wo der das mit der Sau und dem Hahn zusammen isst, also das war, ja... Daran erinnert mich das gerade eben so ein bisschen. So, wenig noch. Wir bräuchten mal wieder einen Großhändler. Ja, und sonst funktioniert eigentlich alles. Ja, unser Kano geht's auch ganz gut. Ich sag das mit Flee, das hätte mich halt eben... Ja, es hätte mich halt eben gefreut, wenn es geklappt hätte. Dass er halt wieder aufstehen kann. Beziehungsweise wird es bestimmt irgendwas geben, wo man die Schmerzen verringern kann von jemandem, oder? Beziehungsweise könnte ich mich da mal ein bisschen schlau machen. Und ansonsten sehe ich mich halt eben gezwungen, ihn, naja, zu betäuben, mehr oder weniger. Beziehungsweise irgendwas zu tun, dass es besser wird bei ihm. Ach, jetzt weiß ich auch, warum es so ein kleines Energiedefizit haben. Der Wasserkraftgenerator hier ist, naja, nicht mehr so wirklich angeschlossen. Da ist ein Schneemann. Ist das auch von wem er gebaut wurde? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ob das schön am Winter ist, jetzt wird der Kompost ausgebracht. Also um diesen Dünger herzustellen. Ist ganz in Ordnung eigentlich. Beziehungsweise könnte ich ja auch mal ein Räumchen machen. Hier oben würde sich das ja eigentlich anbieten. Ein Räumchen machen, indem ich diesen Dünger und auch die Fäkalien so ein bisschen lagern tue. Von mir aus kann das ruhig ein bisschen asymmetrisch sein zur ganzen Baustruktur. Das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache der Raum wird fertig. Und das werden wir mit Beton auskleiden, einfach bloß. Dann mache ich hier eine Lagerzone hin. Und die Lagerzone wird für erstmal alles löschen und dann würden wir hier was ist denn das Zeug eigentlich? Medizin? Nee, jetzt nicht. Gegenstände? Bloßes Rohstoffe.
Pflanzenmasse? Nein. Halt, das Zeug, das war doch ganz unten hier. Fäkalientonnen und Biosolid. Sollen da bitte bloß eingelagert werden. Und wir haben, glaube ich, gerade kein Holz mehr, oder? Ja, 10 Stück. Wir könnten mal wieder ein paar Leute Holz hacken gehen. Also Holz hacken lassen gehen, so rum. Macht einfach mal den ganzen Wald hier weg. So. Sonneneruption, alle Geräte fallen aus. Das ist jetzt wird so ein bisschen kalt, ne? Obwohl, die haben eigentlich noch... Die Temperatur ist eigentlich noch ganz in Ordnung. Aber das sollte sich... Ja gut, jetzt wird so minus 15 Grad. Die Sonneneruption sollte dann... Die Pumpenstation ist ausgefallen, okay. Jetzt ist alles wieder da. Das heißt, die Pumpenstation verbraucht auch nichts, glaube ich, gerade. Das heißt, wir haben jetzt wieder einen fetten Überschuss. Ja gut, relativ fetten Überschuss an Energie. Auf jeden Fall die zwei Köche, das ist schon gut so. Es gab einen Kurzschluss. Wo denn diesmal? Hier oben irgendwo, okay. Ist aber schon beseitigt. Ist soweit eigentlich alles in Ordnung. Da kann ich gleich mal gucken, durch was dieser Kurzschluss verursacht wurde. Weil das ist ja meistens, wenn solche Teile hier außen lang gehen. Ja gut, die halt, aber sonst. Ich glaube kaum, dass die so einen großen Unterschied raus. Also so. Ah, ich sehe den Faktor, der für die also dafür zuständig sein könnte. Und zwar diese Ventilatoren hier. Die werde ich mal alle verbinden. Das minimiert es auf jeden Fall schon mal. Dann der hier kann sich, glaube ich, nirgendwo neu verbinden. Das heißt, wir müssten ja mal ein Stromkabel nach oben ziehen. Kann man auch gleich mal hier hoch zu diesen Ventilatoren ziehen, das Ding. Bei denen ist es mir eigentlich egal, aber die könnten sich trotzdem mal hier verbinden, neu. So, sonst noch irgendwo was, was sich nach außen hin verbindet? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, du könntest dich mal neu verbinden. Und du könntest dich auch mal neu verbinden. Ein Polo ist ständig kurz vorm Zusammenbruch. Na gut, er ist halt auch abgierig. So, Tintenfisch, was ist bei dir los? Ach ja gut, Unterkühlung. Heute Nacht war es halt ein bisschen kalt durch die Sonneneruption. Aber das sollte sich ja gleich geklärt haben. So klären. Und sonst. Das Biosolidzeug kommt da oben rein. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das vielleicht bei der Heilwurzel ausbringe. Damit wir einfach mal ein bisschen schneller das Zeug generieren. Andererseits, bin ich mir da noch ein bisschen unschlüssig. So, Tintenfisch hat sich auf jeden Fall wieder vollständig erholt. Und ja, mal gucken, sind ja Besucher gerade durchgelaufen? Ja, sind's. Das ist ein Steinbock. Was haben wir denn so an Wildtieren da? Der Rotfuchs muss weg und... Oh, ich habe ja was Großes. 20% Themen. Jotyrannus. Möchte ich zähmen? Ich versuche dich mal zu zähmen. Beziehungsweise prinzipiell, wo bist du? Bist da unten. Konstantin, du bist ja der zähmen tut, ne? Jo, du bist der zähmen tut. Der Rest kommt mal bitte im Kampfmodus runter. Und Konstantin wird das Ding jetzt einfach mal versuchen zu zähmen. Mal gucken, ob es klappt. Ansonsten wird es halt eben niedergeschossen. Der wäre nämlich noch eine prima Ergänzung zu unserem Karno. Noch so ein zweites Vieh, was tanken kann ohne Ende. So, Konstantin. Du sollst kein Billard spielen. Du sollst genau dich um die Zähmung des Jutyrannus einfach mal kümmern. Und Tintenfisch, du kannst, wenn du magst, nach Hause gehen. Weil dir wird definitiv kalt sein. Auch wenn du... Ja gut, du hast die Schrotflinte. Das ist jetzt nicht ganz so wild. Komm schon. Ist mir zu umgekippt. Ah nein, Polo dreht durch. Okay, wisst ihr was? Den Jutyrannus, den werden wir einfach mal über den Haufen schießen. Ihr geht mal bitte nach Hause.
Beziehungsweise lauft einfach. Gott, das Vieh tankt einfach bloß weg. Gut, Grace, du müsstest jetzt mal hier kurz ein Meat Shield spielen. Gott, was der aushält. So, macht euch mal nach Hause. Und ihr, ganz ehrlich, jagt den einfach. Er will keine mitnehmen. Ja, und Polo bei dir. Wir müssen halt mal zusehen, dass wir bei ihm. Naja. Mr. Tier hat sich vollständig erholt. Hä? War bei dem irgendwas? Ich hab keine Ahnung. Ah, wir haben ein Hühner einbefruchtet. Das darf jetzt bloß nicht kaputt gehen. Dann haben wir wieder ein neues Küken. Der Jutiran ist ja schon geschlachtet worden. Das ging jetzt aber fix. Okay, aber ich würde sagen, an der Stelle, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Das wird jetzt auch erstmal die letzte Folge sein, die ich jetzt erstmal aufnehme in der Session, weil ich muss jetzt los. Clan-Gefecht wartet auf mich. In 4 Minuten geht's los. Ja gut, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Tschüss.